Wenn man die Dinge so betrachtet, in ihrer Soheit, in ihrer Vergänglichkeit, in ihrer Zusammengesetztheit, in ihrer Bedingtheit, in Raum und Zeit, dann wird, finde ich, gleichzeitig der Hintergrund oder der Raum, in dem das passiert, so klar. In dem Moment, wo ich nicht mehr die Objekte, die Dinge aller Art, subtilerer oder festerer Art, so fixiere und für so vermeintlich fest betrachte. In dem Moment, wo ich aufhöre, mein letztendliches Glück aus irgendwelchen dieser Phänomene beziehen zu wollen. In dem Moment, wo ich ja, die gegenseitige Verbindlichkeit wahrnehme, werden auch die, ja, ist der Fokus ein völlig anderer. Kann ich gar nicht mir jetzt gerade besser beschreiben. Wie beim Vexierbild. Ob er jetzt so drauf guckt oder so drauf guckt auf die Phänomene, wird was ganz anderes sichtbar. Versteht ihr? Kennt ihr das? Ja, super. Das heißt, wenn er das kennt, dann ist es eigentlich einfach immer wieder eine, ja, eine Sache eurer Freiheit und eurer Wahl, worauf ihr schaut und wie ihr schaut, wie man schaut und woraus man schaut, ist die wesentliche Frage, was die Sicht angeht. Die Sicht ist ein wichtiges Wort immer im Mahayana Buddhismus. Meditation, Handlung und Sicht. Die Sicht, ja, da ist das Wesentliche nicht so sehr, was ich sehe, sondern das Wesentliche ist, wie ich sehe und woher ich sehe. Mit welchen Augen ich sehe. Von welchem Standpunkt ich sehe auf dieselben Dinge. Die Dinge ändern sich nicht. Dasselbe sagt Bär, dieselbe Teetasse, dieselben Leute. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, große Kinder, kleine Kinder. Die Frage ist, wie sehe ich, höre ich, schmecke ich, handle ich? Und wie ist meine Ausrichtung? Und was ist es, was mich bewegt? Was ist meine Motivation? Wie sehe ich? Woraus sehe ich? Wohin bin ich ausgerichtet und woher kommt mein Impuls? Was macht meine Bewegtheit? Was ist meine Motivation? Und das ändert alles. Erfordert aber manchmal oder öfter eine gewisse, soll ich sagen, Entschlackung. Eine geistige Entschlackung ist da oft notwendig.